meine sehr geehrten Damen und Herren, was gibt es Schöneres, als wenn man mit guten Beispielen werben kann? Das ist der eigentliche Hintergrund, warum wir diesen Innovationspreis ausloben. Wir möchten gerne zeigen, dass es bei uns Unternehmer gibt, die das in idealer Weise verbinden, was wir aus theoretischen Büchern kennen. Also ethische Verantwortung, haben wir eben was gehört. Wir haben gehört, dass es Standorttreue gibt und Internationalität. Wir haben gehört, es gibt wirtschaftliche Vernunft und soziale Gerechtigkeit. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Wir haben gehört, dass man ohne seine Belegschaft nichts ist, dass man auf deren Qualifizierung achten muss, dass das eine gegenseitige Abhängigkeit gibt, man Zukunft nur gewinnen kann, wenn man ordentlich miteinander umgeht, gute Ideen zulässt, dafür ein Klima schafft, das das befördert. Also ich könnte Ihnen noch ganz viele einzelne Stichworte geben, aber das möchte ich gar nicht. Ich möchte, wenn der Begriff erlaubt ist, Reklame machen mit zwei guten Beispielen. Wir haben zwei Unternehmen ausgewählt, die in ganz herausragender Weise das alles verknüpfen und in einem Umfang innovativ sind, den sich manche gar nicht vorstellen können. Diese beiden Unternehmen, familiengeführt. Ich sage immer gerne dazu, das sind Unternehmen, die geben unserer Wirtschaftsordnung ein Gesicht. Sie begreifen, dass sie gerade auch in schwieriger Zeit nicht nachlassen dürfen, gute Ideen umzusetzen, neue Produkte zu entwickeln, gut, man sagt, innovativ zu sein. Wir nennen in der Landesregierung diese Kombination von Eigenschaften auch gerne drei Ts: Technologie, Toleranz, Tradition, Talente. Das vierte ist die Tradition, aus der heraus wir die industrielle Kompetenz haben. Aber wir haben sie laufend neu erfunden. Deshalb unterstreiche ich nochmal, was Frau von der Leyen gesagt hat. Ich bin im Ruhrgebiet groß geworden. Als ich da zur Schule ging, war jeder Mann noch stolz darauf, dass er sagte, meine Frau hat das nicht nötig zu arbeiten. Das Einzige, was die Frau dann durfte, wenn sie selbstbewusst genug war, sie holte den Mann an der Fabriktür ab, nahm ihm das Geld ab, damit er nicht alles gleich versetzte und hatte die Haushaltskasse. Und wenn es dann ganz spannend wurde, ich komme aus dem Einzelhandel, dann kam die Frau vorne weg durch die Tür, zeigte mit den Daumen über ihre Schulter und sagte dann, für ihn Anzug. Meine Damen und Herren, da kommen wir her. Und wenn man dann heute sieht, was viele, viele Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Hidden Champions, auszeichnet, dann ist es eine unwahrscheinliche Kombination all der Eigenschaften, die man braucht, um die Zukunft positiv zu gestalten und für alle Beteiligten zu einem herrlichen Erlebnis zu machen. Die zwei Förderpreisträger, einmal die Firma Münstermann, das ist ein innovationsstarkes Handwerksunternehmen, und das zweite ist die Firma Grävener, ein Industrieunternehmen. Meine Damen und Herren, Sie müssen sich mal vorstellen, ein innovationsstarkes Handwerksunternehmen, was das tut, wie sich das neu erfindet, was ihm einfällt. Alle modernen Technologien finden ja inzwischen auch im Handwerk statt. Das ist ja keineswegs eine allein industrielle Entwicklung. Aber dieses Familienunternehmen ist, hören Sie gut zu, ein führender, global agierender Anbieter im Bereich Sonderanlagen und Maschinenbau. Mit einem Schwerpunkt als Komplettanbieter für Trocknungsanlagen, einschließlich Fördertechnik und Entstaubung. Wer weiß schon, dass die Qualität von Kohlefasern, die immer häufiger traditionelle Werkstoffe ablösen, wesentlich von der Art und Weise eines Trocknens abhängt und dass zum Beispiel die Tragflächen des Airbus A380 oder die Flügel von Windkraftanlagen aus solchen Kohlefasern bestehen. Münstermann konnte die Konstruktion der Trockner so anpassen, dass Materialeinsatz, Wärmebedarf und Ventilatorleistung gesenkt werden konnten,
die Strömungsleistung verbessert wurde. Übrigens letzteres in ganz enger Zusammenarbeit mit Hochschuleinrichtungen, wie zum Beispiel der Fachhochschule in Münster. Zu Recht haben Sie, Herr Münzermann, dafür im letzten Jahr den Professor Adalbert Seifritz-Preis des Deutschen Handwerks für Technologietransfer erhalten. Für Sie ist die Kooperation mit Hochschulen nicht etwas, was man Ihnen erst empfehlen muss, sondern das ist für Sie normal. Schnell und flexibel mit neuartigen Ideen auf wirtschaftliche Veränderungen zu reagieren und Innovationsschübe auszulösen. Übrigens geht das längst nicht mehr entlang traditioneller Branchenkategorien. Immer häufiger tut sich das an neuen Schnittstellen auf, wo man branchenübergreifend, technologieübergreifend sagt, wenn wir alles zusammentun, was uns da einfällt, dann kommt etwas Neues daraus. Und für Sie ist es auch selbstverständlich, aus der Perspektive des Kunden zu denken und so individuelle Lösungen anzubieten. Ich finde es aber auch wichtig, Sie wissen und leben, dass Sie ohne Ihre Mannschaft gar nichts werden. Sie sind auch ein Leuchtturm in Ausbildungsfragen. Und Ihnen ist bewusst, je komplexer die Lösungen sind, die Sie anbieten, umso flexibler und angepasster müssen auch Arbeitsmodelle sein, die bei Ihnen möglich sind. Ich finde es toll, ich habe natürlich versucht, ein bisschen was über Sie herauszufinden, dass Sie zum Beispiel ganz selbstbewusst und normal sagen, interne und externe Kommunikation ist das Element, von dem wir, wenn wir Zukunftsfragen lösen wollen, Kundenwünsche haben, Gebrauch machen müssen. Deshalb gehen bei Ihnen zum Beispiel, falls eben möglich, die Lehrlinge während der Ausbildung für 3 bis 6 Wochen ins Ausland. Dank und Anerkennung dafür. Der zweite, was ich gerne Botschafter für unser Land nenne, das ist die Firma Grädener Maschinentechnik. Grädener Maschinentechnik. Im Bereich Brennstoffzelltechnik oder sei es bei der Herstellung von Rohren, wie sie beispielsweise für die Pipeline Nord Stream vom russischen Fibosch durch die Ostsee bis nach Lubmin benötigt werden. Grädener sorgt mit innovativer Rohform- und Biegetechnik und neuer Schweißtechnik dafür, dass die jeweils 13 Meter langen Einzelteile sich zu einer sicheren 1200 Kilometer langen Gaspipeline zusammenfügen. Rohre von Grädener tragen nicht nur zur sicheren Energieversorgung bei, sie kommen auch auf Ölplattformen in der Arktis, für Kraftwerke, Türme von Windrädern und vieles andere mehr zum Einsatz. Ebenso zu Hause ist das Unternehmen im Schiffbau wie in der Automobilbranche. Grädener entwickelt zusammen mit den Kunden, individuelle, maßgeschneiderte Lösungen, unter anderem die weltweit größte Hydroforming-Presse für einen Automobilzulieferer. Energieversorgung der Zukunft ist für Grädener ein ganz wichtiges Thema. Das Unternehmen hat damit frühzeitig auf globale Wachstumsmärkte gesetzt und die Kooperation mit Wissenschaft und Forschung ebenso gesucht, wie übrigens aber auch mit unserem Kompetenznetzwerk Brennstoffzelle und Wasserstoff NRW. Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit mit dem Kompetenznetzwerk ist die sogenannte Powerbox, mit der metallische Bipolarplatten für Brennstoffzellen unter hohem Druck gepresst, ein Fertigungsverfahren, das den Grundstein für eine kostengünstige Serienfertigung von Brennstoffzellen legt. Und natürlich kommt bei beiden Preisträgern auch das Engagement für andere, Norddeutsch, CSR, nicht zu kurz. Für die Menschen in der Region, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Auszubildenden. Das Telchter Modell, für das Frau Münzermann im letzten Jahr von Schulministerin Sommer ausgezeichnet wurde, ist ein vorbildliches Beispiel für Partnerschaft zwischen mittelständischer Wirtschaft und Schulen. Diese Partnerschaften sind so wichtig für die Zukunft unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Deshalb werben wir manchmal auch paarweise laufend für noch mehr Kooperation. Die Schülerinnen und Schüler erfahren so am allerbesten, wie Wirtschaft funktioniert, sie gewinnen Spaß an der Arbeit und sie erleben, dass das, was sie lernen, gebraucht wird. Kein junger Mensch, kein Talent darf verloren gehen. Wirtschaft und Gesellschaft sind hier in der Pflicht.
jeder Einzelne. Das braucht die soziale Marktwirtschaft, sie braucht wirtschaftliche Vernunft gepaart mit sozialer Gerechtigkeit. Und sie braucht die Erkenntnis, ja auch das Bekenntnis, dass wir immer nur vorläufige Antworten geben. Das verhindert Überheblichkeit und eröffnet die Chance, laufend dazuzulernen. Immer neu lernen, sich immer neu einbringen. Nicht von einer Wirklichkeit ausgehen, die man sich malt, sondern sich Gedanken machen über die Menschen, über ihr Verhalten, über ihre Wünsche. Herr Lauterbach hat mit einem Gegenmodell geworben. Er hat vom Judo-Griff der Wahrheit gesprochen, von der man sich befreien muss. Das darf nicht wahr sein. Denn was man wissen kann, dem muss man ins Auge sehen. Das beste Beispiel dafür, der verstorbene Alfred Herrhausen, von ihm habe ich erstmals den Satz von Ingeborg Bachmann gehört, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Weil man, nur wenn man das, was man wissen kann, zur Kenntnis nimmt, an neuen Lösungen arbeiten kann. Die beiden Unternehmen, Herrn Münstermann, Herrn Gräbner, muss man das nicht sagen. Sie wissen, dass sie immer noch mal neu überlegen muss. Was gibt es anderes, was gibt es Neueres, was gibt es Besseres? Sie sind daher besonders geeignete Botschafter für unser Land, für unsere Vorstellung von einer wirtschaftlichen Zukunft. Sie sind im besten Sinne kreativ. Kreativ sind nämlich nicht nur Künstler. Das ist ein laufender Prozess des Neuerfindens, des Aufnehmens und der Erkenntnis, ohne die Mitarbeiter ist man nichts. Herzlichen Glückwunsch.